Ein ganz herzliches Willkommen zum neuen Part von Let's Play Marco, ach du Lurks, Channel News. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und heute erzähle ich euch mal, wie die Woche war, ganz kurz. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Vielleicht geht's richtig los. So. Ja. Wir können anfangen. Ich freue mich wirklich darauf, Baby Jo, und viel Spaß. Ja. Die letzte Woche war wirklich ganz schön. Ganz schön. Spannung war sie wirklich. Sie war spannungsreich. Ich hatte wirklich gute Laune. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit meinem Hobby an, mit meiner Hobby-Praktikumssache an. Ja. Mit meiner freiwilligen Praktikumssache. Da fange ich jetzt mal an. Ich würde sagen, ja, ich hatte echt ganz schöne Tage. Ist es schon wieder eine Woche her, als das beendet wurde? Länger als eine Woche sogar, oder? Doch, ich glaube schon. Ja, okay. Wirklich schön, Baby, macht wirklich Spaß auch das Spiel und ja. Das ganze Spiel hat mir wirklich auch Spaß gemacht. Das hat mir wirklich gute Laune auch bereitet, Baby. Ich hatte einfach gute Laune auch beim Arbeiten, beim Auspacken, beim gute Laune reden. Wir hatten auch so viele Sachen gequatscht. Wir haben uns einfach immer kaputt gelacht. Ich danke auch nochmal da. Wir hatten echt schöne Tage. Ich danke auch nochmal die Leuten da. Grüße geht raus. Ja, es war auf jeden Fall ganz schön. Die letzte Woche noch, die letzten Tage der letzten Woche noch richtig zu genießen. Die Anfangstage noch, die letzten Woche noch richtig zu genießen und ich hatte einfach wirklich schöne Tage. Es war richtig schön, ich hatte richtig gute Laune und ja, es war so ein Sonnenschein draußen. Ich hatte einfach so einen coolen Wochenstart letzte Woche. Es gab so sonnige Tage da und es war einfach nur fabulös, wie das einfach sonnig schön war, wie es einfach nur geschehen hat, wie es einfach nur geschienen hat. Die Sonne hat richtig Sonne ausgepustet und es war wirklich richtig krass. Ja, ich kann euch mal sagen, was ich immer mache zu Hause. Also erstens habe ich verschiedene Sachen, die ich halt auch mache immer zu Hause. Zum Beispiel, also wenn ich halt arbeiten gehe oder auch zur Schule gehe, da habe ich halt verschiedene Sachen, die ich halt auch mache immer. Deshalb würde ich sagen, also erstens Schule oder Praktikum ist ja jetzt schon. Ist ja jetzt schon zu Ende der Woche. Also sage ich einfach jetzt mal, Schule ist mein ganz normaler Alltag. Schule, bisschen arbeiten, Schreibkram nach Hause erledigen, bisschen essen, bisschen quatschen und YouTube machen, bisschen Videos schauen auf YouTube, bisschen Videos machen, bisschen Videos schauen auf YouTube, bisschen was essen für den Abend hinein und das, ja, das ist eigentlich so mein Alltag. Ich versuche halt auch manchmal halt auch Videos anzuschauen auf YouTube und manchmal versuche ich halt auch sie selber zu machen. So halt hier und her kann man sagen. Ja. Das ist so mein Alltag, kann man sagen. War auf jeden Fall eine coole Woche. Oh, und das war so krass, wirklich richtig schön. Okay, jetzt geht's weiter, Baby. So. Ja, wir hatten echt so eine coole Woche. Man kann sagen, ich habe mich immer bewegt, als ich in diesem Praktikum-Dingspunkt war. Habe ich mich immer wieder bewegt. Das war wirklich richtig krass. Ich hatte auch fast immer gute Laune bei diesem Praktikum. Boah. Aber das ist eine richtig gute Praktikumszeit. Wirklich, ich hatte echt gute Laune. Upsala.
Sorry Leute, ist aber passiert mal. Ja, wie gesagt, ich hatte eine richtig gute Praktikumszeit. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Mit den Sachen. Wie auch immer, Baby You. Ich danke euch jetzt für eure Verständnisketten bei diesem Fels. So. Jetzt können wir auch weiter zocken. Wie gesagt, jetzt bin ich auch endlich fertig mit dieser Erzählung. War wirklich ganz schön, ich hatte gute Laune. Ich habe einfach nur viel gelacht und ja, so kann es einfach immer weitergehen. Leider geht es aber nicht so weiter, weil Schule ist angesagt, jetzt seit ein paar Tagen schon, letzte Woche auch schon. Ja, richtig cool auf jeden Fall, bin ich reingestartet in der Schulwoche mal wieder, letzte Woche, Ende der Woche ungefähr, oder? War das? Doch. Genau, so war es wirklich schön. So war es wirklich grandios cool, wirklich meiner Meinung nach. So. Ach, es war einfach wunderschön. Der genießerische Tag auch noch. Danach erleben am Freitag zum Beispiel ist Yoshi's Crafted World erschienen. Da haben wir halt ein bisschen gespielt, gezockt. Dann war auch noch das angefangen, das ganze Gedöns. Also war auch einfach ganz schön eigentlich. Ich sag also jetzt nicht mehr zu Yoshi's Crafted World. Es ist gestartet und es ist nicht so meins. Sorry. Sorry, Leute. Wenn ich euch dagegen spreche, ist leider nicht so meins. Mehr erfahrt ihr im Let's Play auf jeden Fall. Tut mir wirklich leid, ich war wirklich sehr schlecht in diesem Game und ich war auch sehr unzufrieden, aber es hat bestimmte Gründe. Es hat nicht das Grund, den Grund, dass das Spiel scheiße aussieht und doof ist und Bibi ist. Nee. Liegt daran, dass halt das und das nicht stimmt bei mir und das halt auch. Warum das halt nicht so meins ist, aber ist auch nicht so schlimm. Ihr müsst es ja mir nicht übel nehmen. Ich kann ja auch mal das nicht mögen. Ja, egal. Es geht schon ganz gut voran gerade. Und ja, diese Woche wird auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt starten. Ein richtig cooles Horror-Game, ein richtig cooles, krasses, großes Spiel. Ich denke mal, es kommt diese Woche. Wenn es nicht diese Woche kommt, tut mir wirklich schrecklich leid, Leute. Und das Spiel heißt Benny in the Ink Machine. Das wird einfach nur ein krasses Spiel. Ich bin so gehyped auf die Let's Play, wir werden es auch zusammen zocken, Baby You. Darauf könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass wir das Let's Play zusammen zocken. Auf der Nintendo Switch, natürlich. Selbstverständlich. Es wäre auch dumm, wenn wir es nicht spielen, oder? Auf der Switch. Wie gesagt, für die Nintendo Switch ist das dann bald verfügbar. Und wir werden es so zocken. Wir werden es so zocken. Wir werden es so verdammt nochmal zocken. Wir es auch noch können. Ja, das ist wie gesagt meine Woche gewesen, so ein bisschen Yoshi's Crafted World Gedanke, Benny in den Maschinen Gedanke und ja, jetzt versuche ich auch mal ein bisschen noch mal was anderes zu erzählen, was ich noch so erlebt habe. Ich kann einfach nur sagen, dass ich mich so ein bisschen Mühe gemacht habe, auch beim Einkaufen diese Woche. Hat man auch ganz schöne Ideen gehabt diese Woche eigentlich. Ich war Freitag shoppen noch ein bisschen und habe mir euch coole Sachen gekauft für meinen ganzen Zimmerraum. Habe ich mir halt auch verschiedene Sachen gekauft, kann man sagen, und ich war da auch echt zufrieden mit, kann man sagen, wirklich. Ja, habe ein paar Zimmersachen gekauft, habe halt ein bisschen noch geshoppt und habe halt das Yoshi's Crafted World Spiel gespielt und habe halt auch das auch mitgenommen, kann man sagen. Das war so halt meine Freitagphase. Vom Montag bis Donnerstag halt ganz normal Praktikum. Nee. Vom Montag bis Donnerstag hatte ich Praktikum zu schreiben. Kann man sagen. Da habe ich nämlich über das Praktikum geschrieben noch letzte Woche. Und Montag und Dienstag habe ich halt noch ein bisschen Action gehabt, noch ein bisschen gute Laune gehabt. Und dann ging es halt auch schon wieder letzte Woche so ein bisschen ins schulische Kram, ins schulische Gedöns. Und es war für mich gut. Also ist meine Meinung. Und das war es eigentlich schon. Vom Montag bis Donnerstag halt Schul. Nee, vom Montag bis Donnerstag halt. So eine
Praktikumssache, so ein Praktikumsschreiben hatte ich noch gehabt. Kann man sagen. Und Schulisches gab es auch noch dann. So, dann habe ich noch am Wochenende was zu erzählen. Wie gesagt, Freitag shoppen. Haben Josh's Curse World gezockt zusammen, wie zwei. Wenn du dabei guckst, haben wir zusammen Josh's Curse World alles played. Viele Probleme gab es auch. Aber sonst gibt's nichts. Am Wochenende habe ich halt ein bisschen gezockt. Oh, und das war's auch eigentlich schon, oder? Gestern hatte ich noch einen coolen Tag gehabt. Der wurde nämlich eingeladen. Haben ein bisschen Kuchen gegessen. Haben ein bisschen gefeiert, haben ein bisschen Disco-Feeling gehabt. Haben ein bisschen gelacht, haben ein bisschen gespielt, haben gespielt und gespielt und gespielt. Spiele gespielt, ein bisschen Freunde. Halt auch mal ein bisschen mit denen gequatscht. Wir haben halt auch mal ein bisschen mit Freunden gequatscht. Und es war halt wirklich eine richtig gute Woche. Wir hatten echt sowas von viel Spaß. Keine Minute ist mir wirklich in Verschwendung gegangen, kann man sagen. Ich hoffe, die Woche wird auch mal wieder gut.